Leute, was geht ab, Leute? Team Wobbelt hier. Heute haben wir den Jam und er zeigt uns sein Satella Zefka Deck. Also ich spiele dreimal den. Standard. Drei Leer. Standard. Zwei Würfel, eins. Ein Vega. Und die Zefka waren zu halten. Dreimal. Erklär mal, was die können. Ja, der eine kann halt, wenn du unser Teller Knight der da, kann halt, wenn du unser Teller Knight zu gut ist, vom Pendelzone, von der Pendelzone auf dem Feld, kannst du ein Monster oder auch eine Karte von deinem Gegner schießen. Und der macht dasselbe, nur er schießt die letzte Karte. Okay. Und das waren die Monster. Zauberkarten, ein Regeki, Torschlag, Rock, Side Space, Zauberkarten, Unterschlag. Sag halt, wenn ich sie aktiviere, kann ich mir selbst nochmal versuchen. Und wenn ich mir ein Seed mache, dann kann ich eine Karte abwerfen und eine Karte ziehen. Okay. Echt? Eine Karte abwerfen. Ja. Drei Rote. Standard. Ein Bottomless, ein Ring, Emptiness, Compulse, Warning, zwei Mirror Force, drei Finish Chain, drei Call und zwei Alps. Wieso nicht die Zephyr Konterfalle? Nicht gut. Nee, bin ich nicht gut. Side Deck, hast du? Ja. Side Deck bin ich ein Rhino, zwei Wähler, dreimal C, Edit the Space, zweimal Iron Ball, zwei Minecraft, dann extra Deck spiele ich ein Vella, Arn, Story, Kalibur, Emerald, Tokoyomi, Exipon, Dryades, Diamond, Delta Wars, Night of the Year, den neuen Portalameo, den, auf den das Deck gespielt wird, den Nummer 68 und Kastell. Okay. Wie findest du die Zefka so? Was ist der Unterschied zwischen dem normalen Satella-Deck? Nochmal was? Unterschied zu dem normalen Satella-Deck? Ja, du kannst halt viel schneller beschwören und kriegst viel schneller mehrere Monster aufs Feld, weil du einfach pendeln kannst. Ja. Okay.